So, einen wunderschönen herzlich willkommen. Du kannst nach da. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge von ETS 2, Euro Truck Simulator 2. Das Mikrofon ist irgendwie ganz schön nah. Ich glaube, ich bin damit doch nicht so zufrieden. Wobei, ganz ehrlich, ach komm, kann ich ein bisschen mehr flüstern. ASMR. Ja, also Fenster ist offen, ne? Also ich hoffe, man stört nicht. Weil draußen ist hell und warm. Was? Genau. Wir wollen loslegen mit durch meine Kamera ist der Kopf voll abgeschnitten. Man sieht alles außer ihren Kopf. Okay. Das ist natürlich auch interessant. Ja, gut. So, wir wollen heute, ne, als allererstes machen wir heute wieder. Ich bin auch im falschen Bild, ich bin auch im falschen Format, ich bin auch schon wieder hier komplett so lange nicht mehr gespielt. Ja, beenden. Ich muss doch da und dahin. Warum sagt man das eigentlich keiner? So. Ob ihr behindert seid, habe ich gefragt. Ja, so, let's go. Was wollte ich sagen, wenn ich lügen? Genau, wir wollen heute noch mal eine. Pass mal doch ein bisschen weiter weg. Ist hier ganz schön laut irgendwie auf OBS. Ich glaube, das ist auch nicht so gut, wenn das so nah ist. Kann ich die Tastatur ein bisschen mehr zu mir holen? Vielleicht ist das auch besser so. Ja, so kann ich immer noch alles sehen. Okay. Genau, wir wollen Special Mission noch mal machen, um zu gucken, ob das diesmal wieder funktioniert. Der bei der letzten ETS-Folge, die für mich schon mittlerweile ein paar Tage her ist. Zwei, drei? Keine Ahnung. Doch, 3 Tage ist her. Ja. Was? Genau. Wir wollten gucken, ob wir einen fahren können. Ob da noch alles funktioniert, weil bei der letzten das ja so ein bisschen schief gelaufen ist. Weil die KI meinte, ja, fick alles. Die sind ja auch alle direkt ganz vorne in der Liste. Dann suchen wir uns mal was Schönes raus hier. Schon wieder Scania. Ist natürlich ein bisschen langweilig. Man könnte auch Volvo nehmen, aber ne, hatten wir auch schon ein paar Mal. Wir gucken mal, wo die Strecken lang gehen. Das geht da lang, das geht auch da lang, das geht da unten lang. Das geht bei uns auf der Insel lang, das auch. Und hier ist auch noch eine Volvo. Die geht da um in Italien lang. Das interessiert mich persönlich, weil dabei waren wir bisher am wenigsten. Von daher nehmen wir einfach mal die. So, und dann bin ich mal gespannt, ob dieses Mal funktioniert. Ja, diesmal fahren wir wieder in der Nacht. Was haben wir denn da? Einen großen Silo. Ist das eine Webseite? Giantsilo.ch? Scheint so, ne? Dein Besen geht in den Hänger, in den Auflieger rein. Interessant. Gut. Ja. Schöner LKW. Sehr schöner LKW. Ja. Sehr, sehr schöner LKW. Guckt euch das an. Guckt euch das hier an. Nice. So, wir haben einen relativ langen Auflieger, sehe ich gerade, der nur ein bisschen zu breit ist, dafür aber halt sehr lang. Das heißt, wir müssen mal gucken. So, die Spiegel stimmen alle. Ich mache mal. Ach so, ich bin ja bescheuert, wir haben noch gar kein Audio. Ja, ups. Ich muss ja hier mein Audio noch
Ich habe ja jetzt die letzten Tage, habe ich ja mein Rechner, also meinen alten Rechner, den Rechner für den Kollegen da zusammen gebastelt und daher, da habe ich keine Kopfhörer gebraucht. Von daher muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Bei ETS brauche ich ja Kopfhörer. So. So, mache ich mal hier Audio einstellen. So, das sieht gut aus. Und jetzt. Lass uns loslegen. Aha, jo, das klingt korrekt. So. Ah, diesmal haben wir sogar ordentliche Rundumblinker. Sehr geil. Das wird natürlich jetzt gerade nachts natürlich schön Spaß machen. Ich verstehe. Ja, wie gesagt, so Schatten von der Beleuchtung ist natürlich immer ein bisschen komisch. Da, hier zum Beispiel, hier. Das Licht geht durch den Hänger bis nach da. Wie geht das? Ja, hier überall. Das Licht scheint einfach hier als Kegel durchzugehen. Deswegen kommt es auch quasi, hier geht es in den Hänger rein, der denkt jetzt gerade durch und kommt hier wieder raus. Und ab da leuchtet es einfach weiter. Das heißt, du hast zwar einen Kegel, der wird aber vom Hänger nicht aufgehalten. Ist natürlich, ja, na wie gesagt, auch die ganzen Laternenbeleuchtung und alles. Ist halt so. Ist halt so. Genug gewendet. Wir legen einfach mal los. Boah, der will auf den dritten Gang anfahren. Der ist ja mutig. Ja, siehst du? C2 ist schon besser. Für die, die es nicht wissen, es gibt bei LKWs generell zwei Systeme. Einmal gibt es diese A-Gänge, das sind die klassischen Automatikgänge. Und da gibt es auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie viele LKWs haben, aber mindestens C1 und C2. Manche haben auch irgendwie mehr C-Gänge. Und das C steht in dem Fall einfach für Klettergänge. Also das sind quasi die Gänge, die eine extrem niedrige Übersetzung, also eine extrem hohe Untersetzung haben. So rum. Genau. Los hier. So. Sieht gut aus. Machen wir mal bei mir noch ein bisschen lauter. Demnächst rechts abbiegen. Ich hoffe mal, bei euch stimmt die Lautstärke. Sieht aber gut aus bei OBS. Biege nach rechts ab. Die Frage, die ich mir gerade stelle, habe ich nie drauf geachtet. Wenn ich einen Schwertransporter fahre, dann habe ich ja auf meine kleine Welt exklusiven Zugriff auf die Straße, weil die wird da gesperrt. Muss ich denn überhaupt Blinker benutzen, wenn ich abbiege jetzt? Ich mach mal. So. Der Wagen vor uns ist noch vor uns. Das ist schon mal sehr beruhigend. Ich hoffe mal, das bleibt doch so. Boah, Alter. Uiuiui, die Kurve ist ja aber ganz schön, du. Und die erste Autospeicherung. So, wir haben 230 Kilometer. Das ist also ganz schöne Stücke. OBS-mäßig sieht alles gut aus. Ja. Der Motor ist gut am Röhren, Alter. Er ist ja hier. Holy moly.
nicht so weit links fahren, falls uns wieder ein Bus entgegenkommt. Das muss ja nicht sein, ne? Ich freue mich übrigens schon. Die Tage jetzt kommt der ETS 1.44 raus. Also wenn ihr die Folge seht, ist ETS 1.44 wahrscheinlich schon lange raus. Aber ETS 1.44 hat ein paar coole neue Features. Zum Beispiel Hydraulik. Also nicht nur, dass ich jetzt hier die Achsen, die ich nicht brauche, hochheben kann, weil das können wir ja schon, sondern wir können auch allgemein unseren Federweg quasi einstellen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel einen Auflieger aufnimmst, dann senkst du ja normalerweise deine Hinterachse ein bisschen ab. Links halten und dann links abbiegen. Damit du halt besser drunter kommst unter den Hänger. Ne? Und das kann man jetzt so machen. Ist schon geil. Bitte nach links ab. Wow. Ist der Hänger so lang? Wo bin ich denn da gerade hingeeckt? Oh, noch fährt der Wagen richtig. Ne? Oh, hier ist schon wieder so eine enge Kurve. Oha. Ja, das kann ja gar nicht gut werden. Dafür ist der Hänger viel zu lang. Digga. Ich speichere mal. Ja. Wir hängen hinten, ne? Ne, wo hängen wir denn? Hä? Ach, da vorne an der Laterne haben wir gehangen, oder was? Ich guck mal. Nee. Ach. Da vorne an dem Bordstein haben wir gehangen. Ja, den habe ich jetzt natürlich völlig übersehen. So, das heißt, jetzt können wir wieder ein bisschen geradeaus. So, gucken wir mal. So müssen wir langkommen, ne? Ja, sieht gut aus. Perfekt. Ganz schön enges Ding. Ja. Warum können Sie diese Umfahrungsstraße nicht breiter bauen? Ganz ehrlich. Aber wir sehen schon mal an sich, der vordere Wagen fährt wieder normal. Das heißt, einen bleibenden Schaden hat die letzte Spezialtransportaktion wohl nicht gebracht. So dunkel, ey, holy moly. So, noch 160 Kilometer. Das geht ja. Wo fahren wir hier eigentlich lang? Wir fahren jetzt noch ein Stück Autobahn und dann, ja, hier hinten wird es noch mal ein bisschen enger, aber ansonsten fahren wir eigentlich nur Autobahn nach Parma. Ja, sieht doch eigentlich ganz angenehm aus, die Strecke, ne? Let's go. Thank you.
Wie viel Sprit verbrauchen wir eigentlich? Ja, 50 Liter ist schon mal eine Ansage. Ich weiß gar nicht, normalerweise verbraucht ein LKW, also moderne LKW, also irgendwie so 28 oder so. 28 Liter pro 100 Kilometer, ne? Irgendwie so war das. Aber ich meine, gut, unsere Fracht hat doch ein bisschen mehr Rollwiderstand als normaler LKW, ne? Von daher ist es natürlich völlig normal, dass wir so viel haben. Diese schöne Surren des Motors, ne? Geil. Oha, wir müssen nach links. Oha. Oha. Hinter mir ist aber nicht die Straße blockiert, ne? Der hintere Wagen sieht nicht nach links, oder? Oh ne, der hintere Wagen hat fast einen Unfall. Ah ne. Ah, siehste. So viel zu dem, der hintere Wagen sieht immer zuerst nach links, ne? Also auf die jeweilige Spur. Am Arsch die Räuber. Boah, 220 Liter pro 100 Kilometer. Das da nicht mal fahren ist. Ist aber schon echt schnieke hier mit dem LKW rumzutuckern. Ah, diesmal hat der Auflieger vorne sogar drei Achsen. Letztens hatten wir ja zwei Achsen. Aber gut, diesmal ist der Hänger auch ein bisschen länger. Das ist ja diesmal doch ein ganz schön großes Stück hier. Selbst unter der Brücke gerade eben kamen wir nur gerade mal so durch, ne? Also so viel Platz ist da auch nicht mehr. Ist schon noch ordentlich hier. Schon geil. Ja, hier schon wieder genau das gleiche wie letztens. Das heißt, diese zufälligen Ereignisse sind wohl bei Spezialtransporten nicht so vielfältig. Weil, wie gesagt, genau dieses gleiche zufällige Ereignis hatten wir auch letztens gehabt. Oder vorletztens. Also auf jeden Fall bei einer Spezialtransportaktion. Mission. Ja. Ne? Parma. Noch 70 Kilometer haben wir. Rechts halten.
So, blinken brauchen wir ja nicht. Hier geht's ja nur nach rechts. Ach, wieder dieses wunderschöne Gebäude hier. Ah, ich weiß ja nicht, du. Ich meine, ich persönlich arbeite ja an einem OSZ. Und das ist auch so ein etwas neueres Gebäude. Also eigentlich ist es super neu. Und was die Architekten da verzapft haben, da fragt man sich teilweise auch, was soll der Scheiß. Weißt du, die haben, ist ja eine Schule, ja? Das heißt, das Schulleben besteht aus Schulbänken, und dann aus, was rechts nehmen. Aus Schulbänken, aus Schulstühlen und das, was man halt als Schüler so den ganzen Tag 8 Stunden ertragen muss. So, und was macht der Architekt? Natürlich schmückt die Innenräume mit Schultischen und Stühlen, die von der Decke hängen. Noch Fragen? Also, ich weiß nicht. So, da vorne sehen wir schon das Ziel dran vorbeiblitzen. Und bis jetzt ist alles gut gegangen. Also. Scheint der Spielstand tatsächlich nicht nachhaltig beschädigt zu sein. Was doch schon mal ganz geil ist. Schön aufpassen, jetzt wird es wieder ein bisschen enger. Und wir fahren die wieder. Achso, hier ist Platz. Hier kann man schön dran vorbeifahren. Warum kann ich so einfach jede Mautstelle aussehen? Ist das so schwer? Guck mal, wie ich hier vorbeikomme, wie Butter. Den links rechts abbiegen. Das ist doch geil. Biege nach rechts ab. Noch im Kreisverkehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Es scheint aber ja schon hart nach rechts zu gehen. Eieiei. So, mal ein bisschen mit reinfahren hier. Damit wir hier schön an den Polizeiwagen vorbeikommen. So. Sehr gut. Und es ist Sonnenaufgang. Wie krass genial. Guckt euch das an, Alter. Oh, diese Sonne. Kann ich hier wieder weiter wechseln? Ne, nicht wirklich. Naja, wer braucht schon Sonnenaufgang?
Da vorne kommt wieder eine harte Rechtskurve. Und nicht so geil. Am Kreisverkehr. Ach nee, ist ein Kreisverkehr. Ja. Durch den komischen Grafikglitch da unten sah es aus wie eine lange Kurve. Aha. So, sieht alles gut aus. Ja, schon vorbei. Sehr schön. Wie diese komischen Grafikstreifen da bei meinem Navi. Sah es aus wie, als wenn es so ein T-Stück wäre. So, wir sind schon fast da. Nicey dicey. Biege nach rechts ab. Cool. So, schön ausschwenken, die schwenken. Naja, also nicht komplett. Ne, weil ich jetzt wieder ganz links fahre und dann nach rechts ziehe, dann kracht mein Hänger wieder links gegen die Häuserwand. Ne? Deswegen, das ist leider eins, was bei 144 nicht dazu kam bei ETS 144. Dieses Blockieren der Hinterachsen bei den Aufliegern. Wir sind heile angekommen. Vielleicht erhört ja irgendein Dev meine Videos. Und implementiert das irgendwann mal. Das wäre natürlich sehr geil. So, hier schon schräg rein. Easy. So, jetzt sollte sich der Hänger selber gerade ziehen. Macht er auch. Sehr schön. Siehst du? In so einem Fall zum Beispiel ist es geil. Mit so einem selbstlenkenden Auflieger. Weil er sich halt auch selber gerade zieht. So. Nice, so. Ausgezeichnet. Das sag ich doch. So. Wir haben wieder ein erstes Stück. Das ist natürlich geil bei diesen Spezialtransporten, dass man da so schön viel XP bekommt. Aber. Das war trotzdem erstmal. Wir haben jetzt erstmal wieder drei Spezialtransporte gemacht. Wovon eine sehr lang war. Ja. Von daher machen wir nächste Folge wieder normale Mission mit unserem LKW. Und mit dem habe ich ein bisschen was vor. Aber das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Jetzt bin ich auf Fragen gegangen. Ich wollte eigentlich auf Beenden gehen. Ist ja fast das Gleiche. Ach komm. Fahr schon. Genau. Dieser wunderschöne LKW wird bald vielleicht noch viel schöner werden. Also siehst du, wir haben hier 74.000 Euro auf der Bank. Da können wir ja hier eigentlich schon wieder Kredit. Wir hatten noch keine Raten. Okay. Interessant. Eigentlich kann ich doch das und das. So, dann habe ich mal 50.000 Kredite. Ja, dann kann ich immer, wenn ich 50.000 über habe, das dann halt da so machen, ne? Easy. So sieht es ein bisschen übersichtlich aus. Und wir haben noch 24.000 Euro über. Das heißt, die nächsten Kredite können wir auch bald bezahlen. Aber in der nächsten Folge habe ich erstmal was vor. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir speichern erstmal auf einem doch wieder schön funktionierenden Spielstand. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es denn dann heißt Überraschung.